Hallo zu On The Grid. Ich bin heute am Videocamp, einer Form des Barcamps in Wien, organisiert von der APA und neben mir Christoph Baum von APA OTS. Und was ging es heute bei dieser Veranstaltung? Ja, hallo. Wir haben hier heute das erste Wiener Videocamp veranstaltet. Barcamp, das ist so in Kurzform eine Nicht-Konferenz, wo wirklich, und das entspricht sehr unserem Zugang, wie wir uns verstehen als Kommunikationsdienstleister, wo auf Augenhöhe die Anliegen der Teilnehmer einfach auch den Inhalt bestimmen. Das heißt, wo hier unterschiedlichste Aspekte zum Thema Video in der Kommunikation von rund 100 Teilnehmern seit 8 Uhr in der Früh in, wie viel haben wir gehabt, 15 Sessions, glaube ich, hitzig diskutiert worden. So, jetzt sind wir ein bisschen geschlacht. Das merkt man, ja. Also hier hinten, da sieht man den Schedule oder den Session-Kalender. Ich selber habe schon immer wieder Barcamps in Graz besucht. Heute ist es meine Premiere in Wien. Was hat euch dazu gebracht, etwas in der Richtung zu machen und warum die Location jetzt neu des Parlaments? Also die Location ist in der Nähe des Parlaments, ist einfach ein Zufall. Ja. Es ist einfach hier vom Umfeld, von den räumlichen Möglichkeiten, entspannt herausgehoben, auch aus dem Business-Alltag Themen diskutieren zu können. Deswegen hier in den Räumlichkeiten, in dem Hotel. Ja, also das ist das 24-5 Hours. Nur zur Erklärung, welche Sessions hast du besucht und was hat dich heute am meisten interessiert? Interessiert haben wir in Wahrheit alle Themen. Aber in der Früh, da muss ich direkt auf den Plan schauen, weil so viele Sessions waren, war es zuerst, wie verpacken wir auch abstrakte Themen in Videos, in der Kommunikation, um sie rüberzubringen. War sehr, sehr spannend, gleich am Morgen. Das heißt, wie ist es möglich? Und da bietet sich Video ganz speziell an, wenn man die Leute mit mehr oder weniger mit all ihren Sinnen erwischen kann, wenn es beim in ihrer Situation richtig abholen kann, im Video noch besser, noch runder verpacken, auch anspruchsvolle Themen. Ist mit unterschiedlichsten Inputs von den Leuten, weil es wirklich sehr spannend war von der Früh an, sowohl aus der PR, von Videoproduzenten, von Unternehmensseite miteinander dann hitzig diskutiert haben und sehr befruchtet ihre Argumente eingebracht haben. Nur kurz zur Erklärung auch, es hat das Thema Storytelling genauso gegeben wie eben, wie produziere ich Videos, was sind aktuelle Trends, rechtliche Hintergründe, auf was muss ich aufpassen, zum Beispiel Drohnenflug war da heute auch ein Thema, was auch uns betrifft, aber das ist ein Firmengeheimnis. Und das andere war natürlich Bundespräsidentenwahl, Politik und Video. Also das waren durchaus sehr interessante und spannende Themen. Ein sehr breit gestreutes Themenfeld, das genau widerspiegelt die sehr vielfältigen Interessen der Personen, die an Kommunikation über das Medium Video interessiert sind. Das sehe ich auch so und man lernt nie aus. Das habe ich heute auch wieder gemerkt. Da kann ich nur zustimmen, obwohl ich mittlerweile nicht zuletzt altersbedingt seit ein paar Jahrzehnten in der Kommunikationsbranche drinnen bin, habe ich heute wieder viel dazu gelernt. Viel dazu gelernt. Ich hoffe, die APA wird sich auch ein bisschen was abgeschaut haben oder umgekehrt. Ich habe auf jeden Fall was. Für alle was mit dabei. Das sehe ich auch so. Schöne Grüße aus Wien. Wir sehen uns bald wieder in Graz. Das war On The Grid.